meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Danke, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Das freut mich wie immer sehr. Dieses Video heute wird ein ganz besonderes für mich. Ich möchte euch danken für unglaubliche 1000 Abonnenten. Ich kann es gar nicht in Worte fassen, wie glücklich mich das macht. Es ist so etwas Besonderes für mich, von euch gesehen zu werden, dass ihr teilhabt an meiner bunten Reise. Und deswegen habe ich mir heute anlässlich zu diesem großen Tag eine kleine Überraschung überlegt. Und zwar möchte ich euch heute einen ganz persönlichen Einblick in mein Leben geben, durch den wichtigsten Menschen und allergrößten Supporter vorstellen, meinen liebenden Ehemann. Hallo, freut mich, dass ich heute Abend mal dabei sein kann. Nicht nur hinter der Kamera, sondern auch davor. Und jetzt übergebe ich meiner Frau wieder das Wort. Also, ich dachte mir, da Tom mein größter Supporter ist und mich in jeglicher Lebenslage sowie in der Kunst unterstützt, dachte ich mir, es wäre schön, wenn wir heute gemeinsam ein Bild für euch malen. Dazu haben wir, um abogetreu zu bleiben, habe ich mir überlegt, wir machen heute noch einmal Chamäleon zählen. Allerdings anders als beim 100 Abo Special möchte ich heute den Regenbogen oder möchten wir heute in Regenbogenfarben halten. Ich habe hier schon ein bisschen was vorbereitet, auch alles in doppelter Ausführung. Und jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß beim Video. Dann legen wir los. Legen wir los. Okay, ich bin startklar, wenn du es bist. Eklar, also. Tom hat mir schon unzählige Male beim Malen zugeguckt, allerdings noch nie selbst gemacht, also es wird heute eine Premiere für ihn. So, du hast gut aufgepasst. Wie beginnen wir unseren Flip Cup? Mit dem Layer der Farben. Ganz genau. Okay, bevor du loslegst, wir müssen die Farben teilen. Also, die sind okay, nicht alle ja? für dich, sondern okay. Wir müssen sie teilen. Ja? Okay. Okay. Du machst es einfach ganz nach Gefühl, wie es dir beliebt. Wie immer lassen wir die Farbe machen, was sie möchte. Ich bin hier am Rumkleckern. Und wie fühlt sich das an, das erste Mal vor der Kamera zu stehen und nicht dahinter? Es ist, man denkt, das ist so einfach, weil man ja vor niemandem steht oder spricht oder malt oder was auch immer. Mhm. Aber tatsächlich ist es ganz schön furchtbar. Aber ganz schön furchtbar. Ja? Also als furchtbar will ich es nicht bezeichnen. Aber ich erinnere mich noch gut an mein erstes Video. Vor allem an mein erstes Video, wo ich mich gezeigt habe. Ich war schon sehr aufgeregt. Also, mittlerweile geht es tatsächlich. Ich unterhalte mich super gerne mit euch. Ich habe auch eine ganz freundliche Community, also du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Du kannst hier heute nichts falsch machen. Ah, du bist ja flott. Sicher. Einfach rein damit. Nein, nicht ganz so. Ja, schon. Für die Community möchten wir heute ein schönes farbenfrohes Bild machen. Ja, ganz schön und farbenfroh. Genau. Ja. Man könnte ja meinen, du bist der Profi, oder? Wenn man mir hier so zuguckt. Könnte man meinen. Böse Zungen behaupten. Böse Zungen behaupten das. Ja, ich bezeichne mich selbst auch nicht als Profi. Wichtig ist mir immer nur, dass man mit Leidenschaft dabei ist. Du hast mich überholt, warte, ich bin noch nicht fertig. Aber du hast das Gelb leer gemacht. Das ist mein Gelb. Das ist dein Gelb, das ist schon. Grün kann ich dir noch anbieten und Blau. Ja, wunderbar. Pink haben wir noch. So.
Danke. Weißt du eigentlich, was der nächste Step ist, den wir jetzt gleich machen? Wir schmeißen die Farbe auf die Leinwand. Wir schmeißen die Farbe auf die Leinwand, so ist es. So, okay, jetzt kann ich vielleicht noch ein bisschen was brauchen. Also, noch ein bisschen Rot. Genau, wunderbar. Wir brauchen die Farben noch auf. Mir ist immer wichtig, das sage ich auch in all meinen Videos, geht wirklich gut mit euren Materialien um. Man muss nicht immer alles wegkippen. Denkt dran, auch der Umwelt zuliebe. Ihr könnt die Arbeit, ihr könnt die Farbe wiederverwenden, aber ich versuche tatsächlich, dass ich sie immer leer mache. So. Okidoki, was ist uns hier geblieben? Ich mache jetzt hier mal ein bisschen Platz. So, die verwenden wir später, die beiden. Ich habe hier noch ein bisschen Weiß, das haben wir jetzt absichtlich nicht gelayert. Das nehmen wir einfach für den Hintergrund, sollte die Farbe, die wir hier haben, nicht genug sein. Und nun versuchst du hier deine Utensilien ein bisschen in Sicherheit zu bringen. Weil jetzt wird es gleich bunt. So, wie hast du gesagt, was machen wir jetzt? Wir schmeißen die Leinwand auf die Farbe. Umgekehrt. Umgekehrt, wir schmeißen die Farbe auf die Leinwand. Okay, gemeinsam? Ja. Das ist deine Seite, ja. Wie beim Tanzen. Genau. Das hier ist dein Bereich, passt. Das ist mein Bereich. Drei, zwei, eins. Sehr schön. So, und was tun wir jetzt? Wir warten. Wir warten, ja. Wunderbar, er hat gut aufgepasst. Wir müssen der Farbe tatsächlich ein bisschen Zeit geben, dass sie sinken kann. Wir wollen alle unsere schönen Farben, die wir gelayert haben, danach ausstretchen. Da bekommst du heute die Ehre, dass du das mal ausprobieren darfst. Genau. Jetzt warten wir. Okay, ich würde sagen, wir gucken einfach mal, was sich darunter verbirgt. Wir heben den Becher jetzt in einer kreisförmigen Bewegung nach oben. Okay? 3, 2, 1. Jawohl. Wichtig ist hier, genau, lass die Farbe ruhig rauslaufen. Wow. Na, das ist gut. Sie hat nichts verbrochen. Okay. So, ich meine, guckt euch mal die coolen Becher an. Okay, mein Liebling. Ich habe versprochen, du hast heute die Ehre. Mhm. So mache ich dir ein bisschen Platz. Versuch bitte, die Farbe über die ganze Leinwand schön zu verteilen. Schön gleichmäßig. Fließt sie gut, sonst mache ich dir ein bisschen Base drauf. Ja, passt schon. Passt schon. Okay. Wunderbar. Die Farben gehen toll zusammen. Das ist eine super Kombination. Aber man sieht schon die Tendenz, du hast eher zur blauen Farbe gegriffen und ich habe eher zur roten Farbe gegriffen. Genau, gerne auch die Ränder schön kaschieren. Schön gucken, dass du im anderen Eck dann auch noch genug Farbe hast. Ja, sieht sehr schön aus. Super machst du das. Überzählen. Du hast die Überzählen? Das ist meine Seite. Das ist deine Seite? Ja. Ja, das ist dieses Metallic Blau, das ist dunkelblau. Okay. So, schön die Kanten verstreichen, sagt meine Frau in jedem Video. Ganz genau. Weil sonst ärgert ihr euch, wenn ihr es aufhängen wollt. Muss ich noch mehr sagen, da hat jemand gut aufgepasst. Wir müssen. Bitte das Bild noch ein kleines bisschen in die Mitte rücken. So. Ein bisschen Platz brauche ich auch hier zum Arbeiten. Also, war es das jetzt mit dem Video? Ja. Nein, das war es natürlich wir nicht. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Nein, nein, nein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Nein, nein, das war es natürlich nicht mit dem Video.
Also, wie vorhin schon versprochen, werden wir Kamelleonzellen zaubern. Dazu habe ich uns schon ein kleines Schälchen mit Kokosnussöl vorbereitet. Eines für dich, eines für mich. Und einen Zahnstocher. Und jetzt war mein Plan, dass wir für euch eine 1000 kreieren, zu Ehren euch aller. Legen wir mal los. Ich würde sagen, du startest. Okay. Du hast mir hier schon zugeguckt. Am besten ist, du startest relativ weit am Rand, dass wir die drei Nullen dann. Zu sagen ist vielleicht noch, ich habe in unseren Farben heute kein Silikon oder sonst etwas. Ja, sehr schön. Kein Silikonöl oder sonst irgendetwas dazu gemischt. Alle Zellen, die wir jetzt kreieren, machen wir mit Kokosnussöl. Und wie funktioniert's? Sieht ganz gut aus. Toll sieht das aus. Du musst auch tatsächlich nicht sparen am Öl. Genau. Ach, möchtest du die 1-2-Reihe machen? Ja, wir machen eine dicke 1. Eine dicke 1, okay. Für die. Zu Ehren unserer Abonnenten machen wir eine dicke 1. Genau. Ich finde es auch immer ganz schön, wenn du wirklich gerade mit dem Stäbchen, genau so, tippst, dann hast du diese schönen runden Zellen. Wenn du Lust hast, kannst du die auch ausmalen. Ach, du bist schon dabei. Okay, die sieht schon richtig gut aus. Man kann sie auch richtig gut erkennen. Siehst du das? Ja, natürlich. So. Jetzt versuchen wir noch eine Null hinzubekommen. Okay. Oder machst du die zweite Null? Machst du gerne du. Wenn du noch ein bisschen Kokosnussöl brauchst, habe ich alles hier. Und findest du diese Technik auch so entspannend und beruhigend wie ich? Auf jeden Fall ist es sehr, sehr beruhigend. Meditativ schon fast, würde ich sagen, oder? Wenn man hier zusieht, wie die Zellen langsam aufgehen. Mhm. Ist auf jeden Fall eine tolle Art, sich zu entspannen und seinem Hobby nachzugehen. Du machst es echt toll. Man darf echt nicht vergessen, er malt heute, oder er puret, wir waren ja nicht für puren, tatsächlich zum ersten Mal. Mit diesem Video wollte ich euch auch einfach ein bisschen zeigen, mit was für einfachen Materialien ihr auch zu zweit eure Freizeit gestalten könnt. Kokosnussöl ist überall erhältlich, in jedem Supermarkt, in jeder Drogerie. Ich würde sagen, ein kleines Schälchen und Zahnstocher hat man auch zu Hause. Und wie wir euch heute demonstrieren, kann man das wirklich toll gemeinsam machen. So, sehr schön sieht das aus. Mache ich weiter jetzt? Ja, oder ja. Möchtest du? Nein, nein, mach nur. So, jetzt, ach Gottchen. Das ist ja immer meine Herausforderung, etwas wirklich synchron zu machen. Leider wird sie nicht ganz mittig, weil du das größer machen müssen. Aber ich versuche mein Bestes. So, wir machen hinten noch jetzt so. Mhm. Oh, das ist wirklich schön. Es ist so, wie das Rot durchkommt und das Gelb, dieses Grün.
Ich hoffe, ich kriege die 0 genauso schön hin wie du. Von hier aus wird es eher eine gerade 0. Aber wie immer sage ich in der Kunst, es gibt kein richtig, es gibt kein falsch. Alles, was ihr macht, ist wunderschön. Ich könnte das tatsächlich für Stunden, könnte ich das machen. Mache ich auch manchmal, ne? Ja. Ja, die Zeit vergeht halt super schnell und man merkt es gerade. Ja. Ja, gerade diese Technik ist echt etwas ganz Besonderes, finde ich. Hierzu zu sehen, wie sich die Zellen öffnen, wie die Farben durchkommen. Ich möchte ja nicht zu philosophisch werden, aber es ist irgendwie so ein bisschen wie das alltägliche Leben, oder? Irgendetwas verschwindet, was anderes kommt hervor. Und so ist auch die Kunst für mich. Sie ist nicht ganz symmetrisch. Aber man kann sie gut erkennen. Ja. Schon cool, oder? Wie die bunten Farben hochkommen. Durch das Kokosnussöl hier. Naja, sieht schön aus. Aber null ist es. So, ja. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich nicht zu schräg werde. Aber ich bin nicht perfekt. Meine Kunst ist nicht perfekt und sie muss es auch nicht sein. Mir ist wichtig, dass ihr wisst, dass alles, was ich mache, ich aus dem Herzen mache, dass ich es gerne mit euch teile. Ich denke, das ist doch einfach das Wichtigste. Ihr seht hier, leider ist unter der roten Farbe sind nicht so viele Layer. Das ist wahrscheinlich, weil du mir das ganze Blau weggeschnappt hast. Wahrscheinlich ist es meine Schuld. Ja. Das ist aber überhaupt nicht schlimm. Wichtig ist mir, dass man die 1000 erkennen kann. Genau. Aber siehst du das? Ja. Hier kann die Farbe nicht so gut hochkommen. Das ist überhaupt nicht schlimm. Mir ist nur wichtig, dass ihr euch daran erinnert, dass das meine sein wird. So. Das sind schon echt coole Farben hier, ne? Das sieht toll aus. Sag mal, was habe ich hier gemacht? Du wolltest die Null machen. Was ist hier passiert? Das ist jetzt ein bisschen dicker ausgefallen. Ja. Na gut. Ich weiß, meine Community nimmt mir das nicht übel. Am allerschönsten werden die Chamäleonzellen immer hier in diesem Segment, wo sich viele Farben treffen. So. Man braucht tatsächlich auch überhaupt nicht viel Kokosnussöl.
Ihr seht, ich tippe wirklich immer nur mit der Spitze rein und schaffe mehrere Zellen damit. So, da la. Ja. Gut, ich würde sagen, die 1000 kann man erkennen. Jetzt haben wir hier noch ein bisschen Platz. Was machen wir da noch hin? Ein Rufzeichen oder ein Herz? Ein Rufzeichen machen wir, oder? Ein Rufzeichen. Das darfst du gerne machen. Das darf ich gerne machen. Das darfst du machen. Wir machen ein Rufzeichen. Genau, hier. Tatsächlich finde ich es total meditativ, dir dabei zuzugucken. Du stehst ja sonst hinter der Kamera. Kannst du das auch spüren? Ja, also ich sehe auch unglaublich gerne zu bei solchen Videos, vor allem bei deinen. Ach. Weil es tatsächlich sehr entspannend ist. Sehr schön sieht das aus. Jetzt kommt wohl die grüne Farbe durch. Es ist auf jeden Fall von der Form her ein Rufzeichen. Es ist ein wunderschönes Rufzeichen. Sehr gut. Okay, ihr Lieben, selbstverständlich hole ich euch noch ein bisschen näher ran, dass ihr euch unsere wunderschöne 1000 nochmal genau angucken könnt. Wollen wir Ihnen das Bild vielleicht? Ja, natürlich, umdrehen? Gerne. Natürlich, gute Idee. Okay, meine Lieben, das war's mit dem heutigen Video. Auf diesem Weg vielen, vielen, vielen Dank für euren Support. Es ist unglaublich, wie viel Liebe ihr mir schenken, wie viel Aufmerksamkeit. Ohne euch könnte ich nicht wachsen und das zeigt mir, dass ich auf dem richtigen Weg bin, dass es einfach Menschen gibt, die meine Kunst sehen wollen und die sie genauso verstehen wie ich. Und selbstverständlich danke ich dir auch für den Gastauftritt heute. Du hast es wahnsinnig toll gemacht. Ganz ehrlich, fürs erste Mal, ich hätte nicht gedacht, dass du tatsächlich so ein gutes Gefühl für Farben hast, aber mit Bravour gemeistert. Ich freue mich wirklich sehr. Ich sage auch danke, dass ich dabei sein durfte. Hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Probiert es vielleicht auch mal selbst mit euren Partnern zu Hause aus. Es ist auf jeden Fall eine schöne gemeinsame Freizeitaktivität. Man kann Spaß miteinander haben. Ja. Probiert es einfach auch mal selbst aus. Und ich sage auch nochmal, danke, dass ihr meine Frau so toll supportet. Das bedeutet uns wirklich sehr viel. Ja. Gut.
Wenn ihr wollt, dass Tom öfter mal einen Gastauftritt in unseren Videos hat, dann zeigt das es wollt mir. Ihr nicht. Das wollt ihr. Wir Nein, das wollt ihr auf keinen Fall. Zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben und lasst mir gerne ein Abo da. Vielen, vielen Dank für 1000 Abos. Ich freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut. Macht's gut.